Der Mandalorianer hat uns gezeigt, dass es noch Neues, Frisches, Emotionales im Star-Wars-Universum geben kann. Schafft das Boba Fett auch? Das wollen wir jetzt besprechen in unserem Boba Fett-Spezial hier bei Bad Bench. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Recap-Ausgabe von Badabinch. Ich habe mich heute hier mit zwei wundervollen Menschen zusammengefunden, um über eine Serie zu reden, die uns natürlich brennend interessiert hat. Ich weiß gar nicht, ob es bei dir auch so war. Jo, wie jetzt? Ja, klar. Ja, klar. Wundervoll. Und das ist das Buch von Boba Fett. Erstmal diskreditieren, finde ich. Ja, gut. Direkt erstmal gedisst als Nicht-Star-Wars-Fan? Nein. Ich wollte nur wissen, ob das bei dir wirklich hoch im Kurs stand, dass du, also. Ich wollte es nach Mandalorian auf jeden Fall sehen, aber da kommen wir gleich zu. Ich war auch bei den ersten Folgen so ein bisschen, kriegt mich nicht ganz, aber das hat sich ja dann gegen Ende auch gedreht. Ja. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Vorher kurz noch ein Wort zur Erklärung. Das wird hier wahrscheinlich die letzte Folge sein, die wir in diesem Studio präsentieren. Denn ab demnächst haben wir ein neues Studio. Es wird umgebaut. Auf Tatooine, ja. Dass wir einfach 10 Tonnen Sand hinkarren. Eine heiße Sonne. Das einfachste Studio. Und dann so ein schönes Zelt noch irgendwie oben drüber. Ja, also nur kurz, es wird demnächst ein bisschen zu Ausfällen kommen. Denn wir haben halt nicht die Studiofläche zur Verfügung, die wir jetzt gerade dafür eigentlich brauchen. Weil wir halt hier im Studio umbauen oder beziehungsweise weil hier diverse Umbauten stattfinden. Dementsprechend könnte es zu der einen oder anderen Pause kommen. Gerade bei Badabinch, weil wir halt, wie gesagt, nicht genug Studios haben. Und das wird wahrscheinlich die letzte Folge in dieser alten Umgebung. Ja, schade. Ich habe erst 6000 Folgen in diesem Set hier gemacht. Oh, gut, aber dann. Ich mag das Set eigentlich, so wie es so gemütlich eingerichtet. Ja, aber ich glaube, das Neue wird auch noch mal eine Ecke gemütlicher. Und ich glaube, es geht so ein bisschen mehr Bar-Touch, wenn ich das richtig gesehen habe anhand der Konzepte. Ja. So viel dazu. Und weil ich euch schon mal hier habe, guckt ihr gerade irgendwas noch abseits von Boba Fett? Ich habe gestern angefangen mit Pam und Tommy. Ja? Die ersten drei Folgen geguckt. Echt? Sehr gut, ja. Ich winde mich so ein bisschen drumrum. Ich will es eigentlich nicht gucken. Oh, das wird dir gefallen. Ist es unterhaltsam oder ist nicht so Trash, oder? Nein, das ist eine Seth Rogen-Produktion. So, das ist gut, das ist hochwertig produziert. Zum entsprechenden Penisse. Ja, das stört mich ja alles nicht. Aber es ist halt, es wirkt halt, als wäre es Boulevard von vor 20 Jahren nochmal neu aufgerollt. Nee, das ist eher ein Heist-Movie, habe ich das Gefühl, als ein Boulevard-Ding. Nee, es ist wirklich, also das ist ja von dem I, Tonya-Regisseur. Okay. Und I, Tonya fand ich ja auch mega. Und ich finde das sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das insgesamt die Prämisse dieses ganzen Dings, ich weiß nicht, wie viele Folgen das hat. 8, glaube ich. Ich überlege, ob das nicht auch besser ein Film geworden wäre oder so. Könnte man, das Argument könnte man machen. Aber ich finde, es ist alles schon, man kann eigentlich gar nicht aufhören, den beiden zuzugucken, wie sie Pam und Tommy nachmachen. Gerade wenn man Pam und Tommy kennt. Gerade, wie heißt der Hauptdarsteller hier, der Tommy spielt? Sebastian Stan. Sebastian Stan ist ja der Bucky aus den ganzen Marvel-Filmen mit dem Eisenarm. Und das ist preisverdächtig, finde ich, wie der den spielt. Sieht man ihn auch, wie er mit seinem Penis das Boot lenkt, wie in dem Video? Das war immer mein Highlight. Bisher hat man es, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe auch erst nur die ersten 2,5 Folgen gesehen. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil sie haben wirklich alles nachgedreht. Also es gibt, die Serie fängt an mit einem Interview von Jay Leno mit Pamela Anderson. Und ich habe erst gedacht, okay, das ist die Originalszene, als sie bei Jay Leno war. Aber nee, es ist halt einfach die Schauspielerin Lily Allen, die Pamela Anderson spielt, und ein Fake Jay Leno. Und die haben denen halt so die Maske gemacht, sie wie Switch Reloaded. Du guckst so hin und sagst so, ist das? Nee, das ist eine Maske. Ja, okay, jetzt hast du mich. Ich dachte, das wäre so Doku mit altem Material, aber wenn das nochmal neu gedreht ist, alles ist Interesse, okay. Das ist alles geacted und so. Und es geht im Prinzip geht's eigentlich um Seth Rogen, der neues Schlafzimmer in der Mansion von Pam und Tommy ein Bett bauen sollte. Und Tommy Lee, die dann immer wieder sagt, nee, das soll dahin, nee, ich will doch ein Wasserbett und so. Und dann haben sie gesagt, okay, du schuldest uns mittlerweile so und so viel Geld. Und Tommy hat dann einfach irgendwann die Shotgun rausgeholt und gesagt, verpisst euch, ich hole eine neue Crew. Und dann als Rache sozusagen
klaut Seth Rogen den Safe aus der Garage und da ist halt das Sextape drin und so ist das alles und das basiert wohl auf wahren Begebenheiten. Okay, super interessant. Und das gibt er zum Beispiel dann zu Nick Offerman, der aus Parks and Recreation, der eine Pornoproduktion hat. Und das ist auch gut. Genau, und es ist alles wirklich, es wird dir gefallen, glaubst du mir. Es ist ich habe jetzt sehr schon, gut. Erzähl mir nichts mehr, ich werde es gucken. Und es ist absolut kurios, völlig dass falsche das auf Disney Plus läuft, ey. Ja, weil du siehst halt wirklich, wie er, also er, bislang hat man nicht gesehen, wie er die Hupe zum Beispiel von dem Boot mit seinem Penis drückt. Aber du siehst seinen Penis. Aber du siehst seinen Penis wirklich komplett in total, also ein Close-up, wie er halt mit Tommy spricht. Er bewegt sogar seinen, wie nennt er, wie heißt dieser Ausgang? Gibt's dafür einen bestimmten Namen? Von den Zipfel oder was? Ja, ne, auf der Nulle. Die Öffnung. Wie gesagt, ja, wir alle wissen, was du meinst. Ja, aber die bewegt sich. Mach noch die mal spricht so. Wie bei Bruno. Bruno! Ja, genau, bei Bruno war das Bruno. Okay, wow, jetzt hast du viele neue Bilder im Kopf. Das ist schon das Neue hier. Jedes Mal, wenn du jetzt auf die Toilette musst, also mach bitte so. Leute, ich muss mal. Leute. Was ich gucke, fragst du? Gerade? Ja, ich frag das. Zum einen gucke ich im Moment aus irgendeinem Grund die ganzen Seinfeld-Folgen nochmal durch. Irgendwie macht's Bock. Gerade irgendwie Staffel 4, kann ich jedem empfehlen. Ist mal irgendwie, weiß nicht, so, hat so was Nostalgisches natürlich, ne? Ich erinnere mich an die vielen. Das lief ja, wenn es lief, glaube ich, in Deutschland immer sehr, sehr spät oder so. Und dann habe ich das immer auch nur gesehen, wenn ich es verbotenerweise irgendwie gucken durfte. So. Oder es war auf jeden Fall, gefällt mir. Also ich merke gerade, ich habe nicht alle Folgen gesehen, ganz viele fehlen in meiner Erinnerung. Und es ist schön, das einmal so am Stück zu gucken. Aber es sind unfassbar viele Folgen und unglaublich lange, auch wie viele Staffeln und alles. War ich überrascht. Und dann gucke ich. Zum einen natürlich Peacemaker, auch wenn du dir immer noch nicht geguckt hast, ne? Hast du immer noch nicht geguckt? Du auch nicht? Ach, schade, guck doch mal rein. Ja. Und dann gucke ich Yellow Jackets, wo du ja schon durch bist. Bin ich Folge 5. Hast du es mal angefangen? Schon durch? Leute, nein. Gar nicht? Also, ich habe keine Zeit. Ja, aber okay, aber es gibt ja dann doch die paar. Also du guckst Pam und, ne? Also da kannst du auch Yellow Jackets reinschieben. Naja, klar, aber ich kann dann genau, ich kann mich dann zwischen irgendeiner Sache entscheiden. Ja. Und dann ist halt die Entscheidung jetzt auf das gefallen. Ich hab so viele Sachen nicht. Ich könnte dir eine Liste geben an Sachen, die du mich jetzt abfragen kannst, die ich alle noch nicht gesehen habe. Ich mein Handy ist voll mit Listen von Schröckert-Filmen, die ich alle noch gucken will. Das ist einfach ich so bin lächerlich froh, dass ich jetzt hier für Boba Fett ausgestattet bin. Also das muss man ja auch alles noch gucken. Bevor wir dazu kommen, will ich noch eine Sache sagen, weil die haben wir noch, ist ja eine Seriensendung hier. Futurama kommt zurück. Das kann man ja einmal kurz thematisieren. Ich persönlich bin großer Fan. Ich weiß, die Folgen waren nicht immer optimal. Und die haben so ein bisschen abgebaut, als sie dann auf diese DVD-Releases übergegangen sind. Aber ich freue mich trotzdem, weil das irgendwie ein Universum ist, was so sonst nicht existiert. Und da kann man viel von dem heute da reinpacken und sich drüber lustig machen. Es müssen nur richtige Autoren hin, gute Autoren. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, weil, also mir ist es im Prinzip egal, weil die Serie war ja schon, glaube ich, mal abgesetzt und wurde zweimal und wurde aufgrund der Fans wieder zurückgebracht. Und das ist 10 Jahre her. Ja, ja, und jetzt hat aber kein Fan danach geschrien, weil eigentlich, wenn ich jetzt gerade so lese oder wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, ich habe im Forum ein bisschen was gelesen oder auf Twitter und keine Ahnung, und viele Leute waren eigentlich der Meinung, die haben eigentlich ein ganz geiles Ende gefunden. Mit dem Ende, was sie bislang hatten. Und sie haben halt Angst davor, dass das Ende so gesehen nichtig wird oder beziehungsweise an Eindruck verliert und dass halt die Wirkung eine andere ist, wenn das jetzt wieder zurückkommt, wie halt im Vorfeld. Weil im Vorfeld waren es ja wirklich die Fans, die dafür gesorgt haben und die dann halt froh waren, dass es dann auf ihr Drängen oder auf ihr Anliegen hin nochmal neu gestartet worden ist. Jetzt hat keiner wirklich danach verlangt und jetzt kriegen sie was. Und irgendwie scheint die Skepsis ein bisschen groß zu sein. Kann sein, kann auch mega schlecht werden. Es fehlt ja auch Benders Stimme und so, da gibt's ja auch so ein kleines Drama. Aber ich meine, Hulu, warum nicht? Die sollen das mal versuchen. Ich habe lieber einen Fail und weiß es dann, als dass ich irgendwie die ganze Zeit frage. Weil ich frage mich das wirklich oft. Gerade bei Rick and Morty denke ich so, ja, Rick and Morty ist eine super Sache. Die macht dieses Multiversum-Ding auf, kann viele aktuelle popkulturelle Sachen da auch referenzieren. Aber es fehlt was wie Futurama. Wo man einfach sagt, man geht ins Jahr 3000 und nimmt das von heute und packt es irgendwie in die Zeit. Und irgendwie fehlt mir da was, weil es diese Serie nicht gibt. Also ich finde, es soll Opposites oder so. Das geht alles nicht in die Richtung. Es gibt keinen adäquaten Futurama-Ersatz. Mhm. Und einfach als Genre sozusagen. Und das finde ich, da freue ich mich drauf. Weil ich glaube, mit einem guten Autor kannst du da auch eine richtig schöne, auch mal, die haben ja nie so wirklich die Story-Arcs über eine ganze Staffel gehabt. Sowas kann man ja dann auch mal probieren. Ja. Du, ich bin dem relativ entspannt. Ihr seid nicht so die Fans, ne?
Geht. Also, so okay, ne? Ist okay für euch. Nee, ich mochte das. Also ich habe das früher das auch sehr gern geguckt. Schon aber mein Herz, her, ne? Mein Herz hing nie so sehr daran. Ja, meins nämlich schon irgendwie. Ja, aber das ist ja auch, cool. Okay. Aber ich bin ja auch nicht so der riesen Simpsons-Fan. Also ich mag, ja. Ich finde es ganz nett, aber das ist jetzt auch eher was, was auf der Liste dann weiter hinten steht. So. Ja, Simpsons war bei mir halt hoch im Kurs und Futurama hat nie so irgendwie. Da habe ich nie so dieses Familiäre, glaube ich, irgendwie hingekriegt, weil das vielleicht auch zu spät kam. Ich frage mich halt, das Einzige, was mich halt wirklich fragt, warum Hulu? Weil Simpsons läuft ja auch auf Disney. Also beziehungsweise Simpsons kommt ja über die Disney. Die wollten einfach nicht. Denn Hulu waren die Einzigen, die gesagt haben, ja, machen wir. Aber die gehören ja auch eigentlich. Aber gehören die nicht zusammen? Teilen, meine, Pam, genau. Pam und Dings ist ja auch Hulu. Hulu, ja. In so, Teilen ja, dann gehört ist es das doch ja Disney, halt, oder? In Teilen gehört es ja zu Disney. Ich glaube nicht komplett, aber halt anteilig. In Teilen gehört alles Disney. Ich wollte ja. sagen, ich gehöre zum Teil Disney. Ja, wenn man lang genug sucht, ganz sicher. Scheiße. Ja, und was auch Disney gehört, ist nun halt die Star Wars Lizenz. Und nachdem sie schon mit einer Serie, The Mandalorian, ein paar ganz ja. gute, sag ich mal, Dinge hingelegt haben, ein paar gute Folgen, wie halt auch einfach einen guten Gesamteindruck, kam jetzt The Book of Boba Fett. Eine Serie, nach der eigentlich keiner so wirklich verlangt hat, oder? Also ich meine, es war jetzt nicht unbedingt das, worauf wir irgendwie heiß waren, oder? Ja, auf keinen Fall. Also zum einen, klar, Boba Fett war immer cool in der alten Trilogie, aber er hat wie viele Sätze gesagt? Einen, wenn überhaupt? Tot also es war, jetzt nicht so, dass man da gedacht hat, so über den würde ich jetzt noch gerne mehr erfahren oder da, also ja. da gab es einen Haufen Charaktere, die ich erstmal gesagt hätte, sowas wie Mace Windu oder Qui-Gon oder so, alte Jedis, wo ich gesagt hätte, was ist eigentlich mit denen so, von denen würde ich gerne eigentlich noch mehr erfahren. Boba Fett hatte so innerhalb der hatte seine Momente, für die war er da und dann war er auch gut und, also ja, du hast vollkommen recht, es war jetzt nichts, worauf man unbedingt erpicht war. Erst recht, da es mit Mandalorian eigentlich gut war. Ja schon auch eine Serie gab, die genau. so dieses Kopfgeld-Mandalore-Ding schon ergründet hat. Ja. Also dann hätte man ja, in meinem Kopf war dann eher so, nehmt das Budget und das ganze anders. Team und macht erzählt vielleicht ein bisschen eine andere Ecke im Star Wars-Universum. Ja. Ja. Ich würde ja mal eine Slice-of-Life-Star Wars-Serie über die Cantina-Band oder so sowas, ne? Irgendwie Leute, wo das wirklich, wo einfach die normalen Job haben in dieser Welt. Da musst du und Robot trotzdem Chicken. Ja, da musst du Robot Chicken. Ja, okay, das stimmt natürlich. Ne? Da gab es ja, die Max Rebo-Story zum Beispiel. okay, ja. Ich sehe schon, es gibt's alles. Aber bevor wir jetzt etwas näher einsteigen, gibt's erstmal eine kleine Matz zu unserem Recap von The Book of Boba Fett. Das Buch von Boba Fett ist die zweite Realserie aus Disneys Star Wars Universum. Als Spin-off von The Mandalorian ist sie wie der Vorgänger eine Art Space Western. In mehr oder weniger 7 Folgen begleiten wir darin den aus der alten Star Wars Trilogie bekannten Kopfgeldjäger Boba Fett. Die Story knüpft dabei an die Ereignisse aus Episode 6 an. Boba hat sich aus dem Sarlacc-Monster rausgekämpft, den Söldnerhut an den Nagel gehängt und will nun über ein großes Stück Tatooine herrschen. Dabei hilft ihm die Killerin Fennec Shand, die wir ebenfalls schon aus The Mandalorian kennen. Welche weiteren Verknüpfungen es gibt, was die Serie ansonsten noch auszeichnet und ob sie etwas ist, wo wir sagen, boah, Fett? Oder eher, boah, Mandalorian war doch besser. Das besprechen wir jetzt. Keine Props an mich. Der Text geht tatsächlich auf unseren Kollegen Leo zurück. Der hat da ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe nur ein bisschen komprimiert, damit es ein bisschen kürzer wird. Aber dieser Boah Mandalorian ist von ihm auf jeden Fall. Ja, boah, Fett. Oh, boah, Mann. Das war nicht so. Ich glaube fast, das muss man von Episode zu Episode durchgehen, weil es hat sehr unterschiedliche Temperaturen, die ich Serie. Ich kann tatsächlich meinen Verlauf dieser Serie richtig gut und einfach nachzeichnen. Sie war erst hier. So, erste Folge, dann zweite Folge, aha. Ja, geht hoch, dann dritte Folge, richtig in den Keller, dann vierte geht wieder ein bisschen hoch, dann 5 und 6 gehen irgendwo da oben hin, ja, und dann kommt 7 und ich bin wieder original da, wo ich am Anfang der Serie war. Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut bei den meisten Leuten, was man so liest. Ja, also ich muss sagen, es kommt jetzt vielleicht überraschend für viele, aber dass ich ziemlich enttäuscht bin von dieser Serie, weil ich einfach nicht nur durch Star Wars, aber auch vor allen Dingen durch Mandalorian einen anderen Standard gewohnt war schon und das wirkte teilweise, wirkte das wie Fanfiction. Und
ja, einfach auch von der Story her völlig uninteressant, muss ich wirklich sagen. Also ich habe von vornherein alles nicht so richtig verstanden. Boba Fett ist hier ein 60-Jähriger, obwohl er eigentlich genauso alt sein müsste wie, wie der Mando. Wenn du jetzt mal die Timeline so überlegst, es spielt ja nach Jedi. Also da fängt schon an, dann ist er noch ründlich, sag ich mal, kein Fettshaming hier, aber er ist eigentlich eine krasse Kampfmaschine und nicht ein Typ, der sich morgens aus dem Bagdad-Tank schält und drei Leute braucht, um seinen Helm anzuziehen, so ungefähr. Dann diese ganze Sandmann-Geschichte und dieses Syndikat-Ding, ich habe das alles nicht verstanden, weil man muss es ja mal wirklich von der Filmsicht aussehen. Du hast da diesen krassen, mysteriösen Kopfgeldjäger. Und jetzt entscheidet er sich irgendwie, der hat diese Salak-Pit überstanden, aus welchem Grund auch immer. Auch das ist sehr komisch umgesetzt teilweise, aber egal. Hat dann auch seine Rüstung da drin vergessen, kommt also nochmal zurück, aber auch das ist egal. Und dann hast du so, ja, ich kümmere mich jetzt hier um dieses kleine Nest und werde jetzt hier sozusagen der König. Und du denkst die ganze Zeit, warum? Mit welcher Motivation? Ja. Was ist denn? Und das wird ja auch in der Serie nicht wirklich groß erzählt. Er erfährt ja auch erst in der letzten Serie überhaupt, in der letzten Folge überhaupt, wer schuld ist daran, dass diese Sandleute, die ihn großgezogen haben. Wir dürfen hier spoilen, oder? Ich würde vielleicht. Die letzte habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ist okay. Ich würde vielleicht erstmal noch versuchen, ein bisschen spoilerfrei zu bleiben. Ja, gut, aber wer guckt denn ein Review von Boba Fett? Stimmt, also komm dann. Machen wir einen Spoiler-Alarm jetzt direkt auf Anni, was soll's. Guckt's nicht, wenn ihr die Serie nicht geguckt habt. So. Ja, stimmt schon. Also, sonst kann man ja wirklich nicht gescheit drüber reden. Naja, und jedenfalls ist dann, also diese ganze Story-Arc von Boba Fett fand ich unfassbar uninteressant. Die hätte man vielleicht auch einfach interessant machen können, aber ist halt nicht passiert. Ich fand das alles mehr oder weniger, hat mich das kaum berührt. Es gab kaum interessante Charaktere außer dem Mando. Ja, und alle, ja. Die halt an Mando dranhängen. Die Action-Szenen wirkten teilweise, ich habe das ja auch schon ganz oft gesagt, wie Karl May-Festspiele. Diese Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagden, dann Parcours, wo du dir denkst, Alter, das ist seit James Bond Casino Royale. Wie lange ist das her? 13? 2008, ja. Ja, 13, 14 Jahre ist das her, ist es nicht mehr cool. Wenn einer kommt und macht Parcours, dann haben die nächsten zwei, drei Filme auch alle Parcours gemacht, damit ist das Thema erledigt. Du kannst jetzt auch nicht mehr eine Dreipunktlandung machen und du kannst auch nicht mehr die Dreipunktlandung verarschen, weil auch das wurde schon gemacht. Ich erwarte von Star Wars, dass ihr neue Sachen bringt, ja, und nicht irgendwie die lamesten Sachen aus anderen Sachen kopiert. So, das war einfach, also die Action war lame, es wirkte alles sehr klein, wie so Theaterkulissen teilweise. Du hast von immer die gleiche Straße gesehen, immer die gleiche Kameraperspektive. Das ist es nämlich. Ich glaube, ganz viel Geld ist wirklich für die letzten Folgen draufgegangen oder so, wo dann was einfach viel gekostet hat. Und davor haben sie halt gespart. Ja, es wirkte einfach so kleinteilig nicht irgendwie. Richtig, also so wie, also das ist natürlich ein Problem. Ich verstehe auch, dass es schwierig ist, dass du das alles, was Star Wars bietet, das kostet natürlich viel Geld. CGI, Creature, Design und so weiter. So, aber dann musst du halt überlegen, haben wir die Kohle, um das gescheit zu stemmen? Oder machen wir vielleicht doch lieber Animation, wo wir dann unsere Ideen und Fantasien richtig ausleben können? So wirkt es teilweise wie ein fauler Kompromiss. Und jetzt höre ich gleich auf. Am krassesten wurde es halt deutlich dann durch die zwei Mando-Folgen. Ja, durch Folge, was 5 und 6. 5 und 6, ja. Hat eben einfach die Show geklaut, ne? Ja, wo du auch einfach gemerkt hast, okay, es gibt 7 Folgen, in quasi 4 davon, in 3 davon findet er kaum statt, so ungefähr. Und die besten Folgen sind die, wo er gar nicht drin vorkommt. Also noch deutlicher kannst du ja überhaupt nicht sagen, wie wenig interessant eigentlich der Hauptcharakter einer Serie ist. Ich finde, die haben aber auch ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen. Meiner persönlichen Meinung nach finde ich zum Beispiel einen Fehler, wieder auf Tatooine zu bleiben. Man hätte einfach wie in Mando so ein bisschen die Reise oder so auch machen sollen. Sie bleiben immer in diesem kleinen Kaff und man versteht, du hast es auch schon gesagt, man versteht Boba Fett nicht. Was ist das für ein Charakter? Warum wird er vom Killer für das Imperium plötzlich zu so einem Typen, der irgendwie total gerecht versucht, dieses kleine Kaff irgendwie aufzuwerten. Ich habe wenig gehabt, wo ich connecten konnte. Ich finde auch den Schauspieler leider überhaupt nicht gut. Ja, ja. Ich finde, der hat null Charisma. Ich meine es gar nicht böse, aber der hat einfach, also das ist so krass, weil Pedro Pascal hat einen Helm auf und ist charismatischer als der Typ ohne. Das stimmt. Und das ist ganz komisch. Ich weiß nicht mal, ob es an ihm liegt oder ob das eine Autorengeschichte ist. Die haben da irgendwas massiv falsch verstanden. Und das wollte ich finde, wie du gesagt hast, niemand braucht das Buch von Boba Fett. Es ist einfach
Das war schon immer ein Flyer für mich. Es war einfach nur, ja, er ist halt ein Killer. Und ich brauche Mandalorian finde ich aus so vielen Sichten interessanter, weil es war Monster of the Week-Folgen, er ist rumgereist, Baby Yoda, diese Religion, du hast über die Mandalorians was erfahren. Es war einfach viel, viel mehr Fleisch als hier. Gut, du erfährst ein bisschen was über die Tusken Raiders und so. Finde ich auch okay. Sowas finde ich mal ganz cool. Aber das war's auch. Also Tatooine brauche ich wirklich nicht mehr. Aber eigentlich entmystifizierst du die Tusken Raider. Das auch. Also, das aber du erfährst wenigstens was. Richtig, ich finde die jetzt cooler denn je. Nee, ich fand, ich habe mich immer gefragt, wo kommen die her? Was sind das für Typen und so? Genau wie die Jawas. Das waren so mysteriöse Star Wars Figuren, die zwar immer wieder da sind und ein Teil des Ganzen sind, aber ich muss jetzt nicht sehen, dass die mehr oder weniger eigentlich ja die guten Leute sind, die eigentlich auch einen Kodex haben und eine Ehre und so weiter. Das ist so, die waren ja auch nicht irgendwie besonders. Die wirkten ja so wie, ja, weiß ich nicht, so eigentlich fast menschlich. Ja, einfach nur vertrieben und jetzt so, also für mich die wurden entmystifiziert. Früher waren es die Leute in Star Wars, von denen ich am meisten Schiss hatte als Kind. Wahrscheinlich durch die erste Szene. Ne? Und jetzt sind es irgendwie so, ja, das ist auch einfach so ein nettes Volk von Star Wars, irgendwie so. Aber das wurde doch schon zumindest in Teilen ja etwas vorher schon entmystifiziert. In Episode 2 sehen wir ja, dass die in Dörfern zusammenleben und dann kommt ja Anakin und schlachtet die ja ab. Also da waren die ja schon, haben die ja schon ihren, sag ich mal, ja, aber unheimlichen. Warum schlachtet er die ab? Naja, weil sie seine Mutter gehabt haben. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz hat er da, sagt er sogar, also sagt ja Anakin später im Film selbst noch, er hat Frauen und Kinder abgeschlachtet. Also er hat sie ja schon als eher normales Volk dann einfach hingestellt, genauso wie der Film so. Also da war ja nicht mehr dieser große, das aus Episode 1 kann ich vollkommen aus Episode 4 kann ich komplett nachvollziehen. Für mich waren die auch immer die exotischen Monster, die irgendwo da leben, so, die keinerlei, weiß ich nicht, große Berührungspunkte mit einer kultivierteren Gesellschaft oder eben halt irgendwie den Menschen, die da in dem Star-Wars-Universum sind, haben. Aber das wurde ja durch die Prequels allein meiner Ansicht nach schon ein bisschen aufgelockert, dass das halt nicht mehr nur die einfach Wilden sind, sondern halt schon auch ein ganz normales Volk, wie halt so viele andere im Star-Wars-Universum. Also, ist jetzt nur mein Eindruck. Ja, weiß ich nicht. Also, die eine kurze Szene in Episode 2 entkräftigt das jetzt nicht so wirklich für mich, aber ist ja okay, wenn du es cool fandest. Ich fand es halt irgendwie, also es war auf jeden Fall nichts, wo ich noch gedacht habe, oh, ich wüsste gerne mal, wie es bei den Sandleuten so abgeht. So, das ist irgendwie, ich finde, du musst nicht, also das ist einfach teilweise, das ist so ein typisches, das ist für mich ist es reine Fanfiction. So, welche können wir noch nehmen und können wir denen so noch genauer zeigen oder irgendwie so, es ist so. Es waren ja auch in Boba Fett waren es ja fast nur altbekannte, so, weißt du, was ich meine? Da ist halt wenig Neues. Du bist eigentlich, du verlässt nie so diesen Pfad. Das wie du es gesagt hast, bei Mandalorian, da sind die auf andere Planeten gereist, die wir noch nie gesehen haben oder so. Und irgendwie würde ich mir halt mehr wünschen, dass man kreativer oder mehr die Chance nutzt. Ja, ich weiß, ich kann's schwer. Nee, doch. Weil ich finde halt auch, dass Boba Fett. Für mich ein großes, grundlegendes Problem. Das ist das, du hast diesen Kopfgeldjäger, von dem du eigentlich bisher nie was wusstest. Und das war eigentlich das Geile an ihm. Er war ja halt einfach ein geheimnisvoller, irgendwie mysteriöser Krieger, Kämpfer, sah cool aus, irgendwie stand immer nur im Hintergrund so. Da hattest du die Anmutung, du willst eigentlich gern ein bisschen mehr wissen, aber musst du nicht wissen, weil er ist schon so cool genug. Und jetzt hast du wieder dieses Problem, was sie halt schon mit Darth Vader hatten, so, du entmystifizierst eine Figur oder versuchst eine Figur zu ergründen. Und dann kommt hinzu, dass sie es halt gar nicht machen. Ja, also ich hätte halt zum Beispiel, im Gegensatz zu dir, glaube ich, ja, ich hätte da viel mehr oder sehr viel Liebe einfach gesehen, wie er noch länger bei diesen Sandleuten ist. Wie man vielleicht irgendwie feststellt, dass die Sandleute auch viel mehr sind, als man es bisher irgendwie für möglich gehalten hat oder geglaubt hat. Und dass er da quasi die Sandleute irgendwie so ein bisschen in die Revolution führt, um Tatooine zurückzuerobern. Wenn du schon wieder auf Tatooine bist, und da gebe ich dir auch recht, du hast all diese ganzen Versatzstücke. Und jetzt kommt bald noch Obi-Wan Kenobi. Ja, und wo spielt denn der? Tatooine, ey. Also wo soll denn der hauptsächlich spielen? Auch auf Tatooine. Auch auf Tatooine. Also das fand ich schon in dieser ersten Folge von Book of Boba Fett. Warum denn schon wieder Tatooine? Wir haben doch diesen Planeten doch wirklich in allen Filmen irgendwie, glaube ich, einmal mindestens gehabt. Wir wissen alle, was da irgendwie ist. Ja, und das ist eigentlich ein langweiliger Planet. Ne? Ja? Das ist einfach ein fucking Wüstenplanet. So spannend ist es wirklich nicht. Und immer dieselbe Bar. Also, ich reg mich jetzt auch unnötig auf, aber. Nee, ich will mich gar nicht aufregen. Ich glaube halt einfach, ich habe halt die große Angst, dass die Macher da alle viel zu viel Angst haben.
Weil sie halt viel zu viel, und das ist das, was Eddie auch bemängelt hat, weil sie halt viel zu viel in der Vergangenheit wildern und immer viel zu viel von der Vergangenheit irgendwie wieder ranholen und wieder mit einfließen lassen, anstatt, was ich auch sage, mal wieder was Neues zu bringen, was anderes zu zeigen, sich von der ganzen bisherigen Geschichte zu lösen. Ich finde halt, was die Chance, dadurch, dass das ja nach Jedi spielt, das heißt, es spielt ja vor Episode 7. Und ich finde halt, man könnte ja einfach auch mal ein paar Lücken schließen zwischen diesen zwei Kinofilmen. Ja, und so vielleicht sogar die neue Trilogie ein bisschen, na, retten ist vielleicht ein bisschen zu euphemistisch, aber dass man zumindest sagt, ja, weiß ich nicht, dass das zusammengehört. Aber du hast ja das Gefühl, die ignorieren komplett die neue Trilogie, was ich einerseits verstehen kann, auf der anderen Seite aber auch wieder Teil des Problems ist, weil wenn jeder Regisseur immer nur sein Ding macht oder seine Vision von Star Wars macht, dann fehlt's halt irgendwann an einer Gesamtvision. Und das nervt mich halt, dass so, und das hast du ja in der Serie Boba Fett, hast du es ja ganz extrem. Zum Beispiel Robert Rodriguez, der scheißt ja auf alles, der will ja einfach nur sozusagen zeigen, ey, ich bin Robert Rodriguez, guck mal, was ich für eine geile Idee hab. Aber ob das innerhalb der Story Sinn macht oder nicht, ist ihm ja teilweise völlig egal. Und das ist so ein typisches Star Wars Problem, zumindest seit es bei Disney ist, dass jeder irgendwie so sein Ding da macht. Und mir fehlt da manchmal so ein bisschen das große Ganze, das ja ineinander so. Es gibt nicht wie bei Marvel so einen Typen oder ein Team, was darauf achtet, dass das alles harmonisch passt. Dann ist vielleicht die Frage, ne? Also was ist uns lieber? Also das muss man sich ja wirklich auch mal vor Augen halten. Was ist uns lieber? Wollen wir lieber etwas, was irgendwie so ein bisschen stromlinienförmig wie bei Marvel halt irgendwo immer zusammengehört und auch immer den gleichen Eindruck erweckt? Weil du guckst dir egal was von Marvel an und du sagst, das ist Marvel. Das ist ein Anzeichen für Qualität, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es ist halt aber auch eine Gefahr für Übersättigung. Ja? Und willst du nicht vielleicht auch eher was haben, wo halt manche einfach mal ihren Stiefel eben dem Ganzen aufdrücken, aber sich dann halt auch wirklich austoben können. Weißt du, also würdest du dich beschweren, wenn jetzt Tarantino sagt, pass auf, ich mache jetzt mal eine Geschichte zu Boba Fett, die eigentlich gar nichts mit dem Kanon das zu tun hat? Wieder was, ja, da wäre ich voll dabei. Ja, also das ist das, man kann das nicht so allgemein sagen, finde ich. Es muss halt passen. So, und ich habe gar kein Problem damit, dass gewisse Regisseure ihren eigenen Spin machen, aber es muss halt in ein großes Ganzes sich irgendwie eingliedern. Und das, ich muss halt trotzdem das Gefühl haben, das findet im Star Wars-Universum statt. So, wenn ich dann so eine Vespa-Folge sehe mit so roten Punks und so Vespa-Kiddies, dann denke ich mir halt, okay, das hat sich halt einer überlegt, wäre das nicht cool? Ich sehe so richtig diesen Tisch, wo die sitzen und sich das überlegen. Ja. Und keiner sich traut, Robert Rodriguez zu sagen, sag mal, hast du einen Dachschaden, Alter? Nichts sieht weniger Star Wars aus als diese Scheiße, so. Und das meine ich halt einfach. Du kannst ja, wenn du sagst, ich will eine Story von Boba Fett erzählen, okay, dann erzähl eine geile Story von Boba Fett, aber es ist ja keine geile Story von Boba Fett erzählt worden, ja? Und das meine ich halt. Jeder hat natürlich die Chance, auch mit altem Kram zu überzeugen, aber wenn er es nicht schafft, muss man sich halt dann auch irgendwie, finde ich, Kritik gefallen lassen, dass man die Chance hat, irgendwie verstreichen lassen. Bei Star Wars Visions hat es ja zum Beispiel, da fand ich das ja geil, diese Anthology-Geschichten, wo jeder irgendwie komplett was anderes gemacht hat und gesagt, okay, wie wären Jedi als Samurai oder so. Ne? Das finde ich ja dann schon wieder cool. Aber ja. Ich möchte aber noch was sagen, weil du hast gesagt, dass es ja, also dass es nicht die Lücken füllt zwischen 6 und 7. Gerade die letzten Folgen teasen ja gewisse Themen an, wo man sagt, okay, das ist eigentlich geil, weil das ist eigentlich das, was ich erwartet hätte. Dass es wirklich quasi schon ein bisschen Foreshadowing ist für Teil 7 und Co. Dass man halt wirklich ein bisschen Lücken gefüllt wird. Dass diese Baby-Yoda-Geschichte ein bisschen weiter erklärt wird. Das, oder auch, ich meine, klar, Luke Skywalker natürlich. Ja, oder Imperator. Aber ich glaube, das wird passieren. Naja, der Imperator, das ist ja eine Mogelpackung, ne? Dass der wiederkommt. Achtung, Spoiler, im 9. Teil. So, das war ja ein großer Kritikpunkt, ja. Und du kannst ja dann irgendeine Storyline, ich sag ja nicht, dass du da viel Zeit drauf verschwenden musst, aber lass doch irgendeinen Charakter irgendwas besorgen, was der Imperator braucht für Klone oder so Geschichten. Ja. Wo du einfach merkst, okay, das meine ich mit Zusammenhängen. Versteht ihr so, dass du das Gefühl hast, dass die anderen Storylines, die wir kennen, finden da auch irgendwo statt. Ich glaube, aber auch, und da gebe ich, also da bin ich ein bisschen bei Simon, ich glaube, das haben sie hier schon gemacht. Ich verstehe halt nur nicht, und das ist das große Problem an dem scheiß Titel eigentlich. Hätten sie es gesagt, The Book of Tatooine oder sowas, dann wäre das, glaube ich, alles halb so wild. Ja, weil ich glaube nämlich, dadurch, dass du jetzt in der Boba Fett-Serie siehst, wie der Mandalorian
wieder mit Grogu zusammen. Ja, Mann, ja? Ey. Und beziehungsweise siehst, wie Grogu eigentlich von Luke trainiert wird. So. Und sich dann halt gegen eben das Training oder gegen das Jedi-Sein entscheidet. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich weiter aufgegriffen wird, wieso sich Luke dann halt entschieden hat, Ben zum Beispiel zu unterrichten und oder beziehungsweise ja, wieso es dazu gekommen ist, dass er halt nicht Grogu unterrichtet hat, sondern Ben. Das fände ich cool, aber ich kann dem ja jetzt schlecht. Nee, es ist auch nur eine Vermutung von mir, aber ich muss sagen, die Serie, also jetzt Boba Fett, hat mir halt dann doch irgendwie schon ein bisschen die Hoffnung gegeben, darauf vielleicht irgendwie, dass sie da den Schulterschluss suchen, zumindest vielleicht in der Storyline. Dass man halt zeigt, okay, Luke hat Grogu abgegeben oder Grogu hat sich nicht für Luke entschieden. Und dann kam es halt dazu, dass er Ben genommen hat. Weil wir sehen ja tatsächlich, wie dieser Jedi-Tempel aufgebaut wird, den wir halt in den 7, 8 und 9 irgendwie also verbrennen sehen. Die Continuity an sich wird ja auch schon versucht, zu gewahrt zu werden oder so, wie man es nennt. Aber eigentlich kannst du nur 3 Folgen aus Boba Fett nehmen und der Rest kannst du wegwerfen, weil du brauchst nur diese 3 Folgen. Die 3 Folgen hättest du auch an Mandalorian hinten dranhängen können oder als Special machen können. Das ist halt das Problem. Die eine Hälfte ist mega uninteressant und langweilig mit Boba Fett und Tatooine und dann hast du was du eigentlich haben willst. Und das ist dann in einem Kontext, wo es nicht hingehört. Ja. Man akzeptiert es, weil man Fan ist und sagt, boah, geil, Luke Skywalker und es sieht auch noch mega gut aus. Ja, bin ich bei. Aber man fragt sich eigentlich schon, warum ist denn das da? Und da merkst du, die haben nicht so richtig den Plan gehabt, glaube ich. Die haben das am Ende reingeschoben, damit es irgendwie nicht abkackt, ist so meine Theorie. Ja, meine Theorie ist eher, dass die nicht genug Zeit und Kohle hatten für eine weitere Season Mandalorian, sondern nur für 2 Folgen. Ja, aber Mandalorian kommt ja dieses Jahr noch. Ja, ja, genau. Aber die haben offensichtlich mussten sie ja schon was erzählen. Das sind ja einfach, also ist ja kein Joke oder so, das sind ja 2 Mandalorian-Folgen. So, die haben einfach 2 Mandalorian-Folgen in eine andere Serie reingeschmuggelt. Das zeigt ja, dass die irgendwie gedacht haben, okay, wir brauchen das Budget von Boba Fett, um Mandalorian weiter zu erzählen. So wirkt es zumindest. Und ich meine, um auch mal was Positives zu sagen, diese 2 Folgen. Waren Hammer. Die waren absoluter Hammer. Ja. Und die zeigen mir aber auch, was ich will. Die zeigen mir, was geht. Die zeigen, was möglich ist. Und auch emotional. Ne, ich habe fast geheult bei der einen Szene. Ne? Als Mando zu Grogu will. Oh, und ja. Ashoka hält ihn zurück. Ashoka fand ich super. Zurück. Ja. Und ey, da habe ich wirklich ein Kloß im Hals gehabt. Das hatte ich bei Star Wars, glaube ich, noch nie. Ja, also Star Wars war für mich vieles mit Emotionen, aber so wirklich Tränen. Da gehen einem die Jedis wieder ein bisschen auf den Sack mit ihrer komischen emotionalen Abschottung. Wobei, sie ist ja, glaube ich, gar kein Jedi. Aber da bin ja, ich aber, nicht, aber so dieses ja. So, geh besser nicht hin, du würdest ihm Was weißt du denn? Aber das war was weißt du denn? Was weißt du denn von dem, von mir? Und auch die Szene, wo dann sie wieder vereint sind und Grogu so die Arme ausstreckt, ja, auch in der völlig irrsten Szene. Aber das fand ich auch wieder so. Das war natürlich albern, der Zeitpunkt war albern, aber es war so süß. War super süß. Wie Grogu, das ist jetzt in der letzten Folge, siehst du erst, wo Grogu dann so die Arme ausstreckt und einfach nur froh ist, den zu sehen, da habe ich richtig mitgefühlt, ja. Und das sind eben Sachen, Emotionen und dann auch einfach Storylines, die Sinn ergeben, die man Sachen, die man sehen will und nicht irgendeine coole, diverse Mofa-Gang, weil Disney wieder 6 Checkpoints machen muss, damit sie keinen Ärger kriegen von ihrer Peer Group oder so. Da habe ich einfach als Fan, ich habe da keinen Bock mehr. Und dann verschanzen sie sich da. Egal, das ist. Ich würde aber gerne über diese Nummer mal reden, weil diese Verfolgungsjagd ist ja voller Probleme eigentlich. Also die ist in der dritten Folge? Ja, einfach, die zeigt, finde ich, dass da was mega schiefgelaufen ist, weil du guckst nur 10 Sekunden davon und du merkst ja durch die Geschwindigkeit, sie ist so langweilig, unspektakulär, aber sie war sicher teuer und ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann, und ohne zu raffen, dass das ein mega Fail ist. Das hättest du rausschneiden müssen. Vergleich das mal mit Return of the Jedi am Anfang auf Endor mit den Speedbikes. Vergleich das mal. Das ist 30 oder 40 Jahre her. Und dann geben die dir sowas im Jahr 2022. Da denke ich mir, wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr eigentlich nicht, wie geil Star Wars ist? Ja, aber wirklich, ja, wie könnt ihr mir denn dauernd so Kacke zeigen und mir das als Star Wars verkaufen? Das ist wirklich, für mich ist das eine Mogelpackung. Die kleben Star Wars raus und sagen, ja, friss, du wirst schon mögen. Nee, was soll das? Das haben sie schon mit der neuen Trilogie gemacht, mit dem Bullshit letzten Teil. Und jetzt machen sie es wieder mit so lauter lamen Sachen, wo ich mir sage, Alter, Star Wars stand mal für, dass du aus dem Kino gegangen bist oder die Filme gesehen hast und gedacht hast, Alter, wie krass war das?
Oder? Ich bin dabei. Ja, aber man muss dazu sagen, ich finde es auch echt eine unglückliche Entscheidung, mindestens 3 Folgen von Robert Rodriguez zu machen zu lassen. Er ist Executive Producer. Ja, aber ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. Ich glaube auch, er hat Spaß da und findet es toll so. Aber irgendjemand muss mal hingehen, muss ihm sagen, das ist keine Verfolgungsjagd, das ist ein Rollatorrennen mit irgendwie, keine Ich glaube, das hat er gehört mittlerweile. Ja? Aber das muss man doch sehen. Also, da kann man wirklich, das meine ich. Die Folge ist wieder von ihm. Und ich wusste es nach 5 Minuten. Ich wusste nicht, wer Regisseur ist. Nach 5 Minuten war mit Glass Robert Rodriguez, weil der so ein schlechter Regisseur ist. Und die Szene, die er angesprochen hat, ja, die Eddie eben angesprochen hat, wenn es dazu eine Art Wiedersehen kommt, da muss ich auch sagen, ich war ergriffen. Das Problem ist, er macht's halt wirklich mitten in einer weiteren Verfolgungsjagd, wo halt so ein komischer Rikscha-Roboter von so einem Riesen-Androiden oder so einem Riesen-Druidica 2.0 irgendwie verfolgt wird, so. Und du denkst dir halt, ey, Alter, warum kostest du den Moment nicht aus? Ja, warum bei Cat Bane am Ende? Wie lame war denn das? Der Kampf war auch. Der Kampf war scheiße. Cat Bane ist ja mega. Ja, mega. Ah, ja, da mega ist ein Hammer. Potenzial. Der Bösewicht, ja, ja. Ich kenne den ja gar nicht, ne, weil ich ja die ganzen Zeichentrickserien nicht kenne. Animationsserien. So, aber ich dachte nur so, okay, wer ist das? Ich habe den dann gegoogelt. Der hat auch einen geilen Auftritt schon, ne? Geiler Auftritt. Ja. Die Stimme, wie die den gemacht haben, habe ich sofort gedacht, okay, geiler Antagonist. Nehme ich. Finde ich Hammer. Ja, gefällt mir jetzt schon mysteriös. Man weiß nicht genau, wo er herkommt. Er scheint böse zu sein, aber so, ne? Ja, so für meinen, so. Und dann, das Ende ist dann ein Duell, da sage ich jetzt auch nicht zu viel. Und es ist so schnell zu Ende. Und dann, wie der da überblendet. Und dann ist das Thema irgendwie weg. Aber dann geht's noch mal mit irgendeinem anderen Scheiß weiter. Also, wie wenig kann man denn auch einen Moment auskosten? Dann gibt's eine Szene, da macht er, hast du es gesehen, da macht er hier Desperado nach, wo der Typ so diesen Drehung macht und dann schießt. Ja. Und die ist völlig, sie stehen so da. Sie stehen so da und schießen auf irgendwas und dann kommt es und er macht einfach so. Er zielt schon dahin. Aber er weicht nicht aus, ja, aber oder so. Wie kann es denn zu sowas kommen? Da sind so viele talentierte Leute, alle Profis in ihrem Fach. Alle kennen Star Wars, alle lieben Star Wars. Sie haben Begleiter, Kommentatoren und Leute, die auf Continuity achten. Warum, ja, warum sagt keiner, ey, ernsthaft, Robert, es funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Weil der einfach mächtig ist. Ja, aber es ist Disney und es ist Star Wars. Da ist doch mir doch scheißegal, was Robert Rodriguez dazu sagt. Nee, es ist Robert Rodriguez, ein riesengroßer Name. Und die sind froh, so große Namen. Die sind froh, der ist Producer. So, und da sagt dann halt keiner, ey, sag mal, spinnst du, das ist nicht cool, sondern da sagen alle, boah, nein, Robert, das ist mega nice, mega cool. Vor allem, weil der halt. Wisst ihr, wer das war übrigens? Jennifer Beals, ja. Flashdance. Vor allem, weil er halt auch schon in den Mandalorian-Staffeln immer für die mit schlechtesten Folgen gesorgt hat. Und dann, weißt du, und dann siehst du auf der anderen Seite eine Bryce Dallas Howard. Ja. Die hat in der ersten Staffel Mandalorian eine der Folgen gemacht, die ich am wenigsten mag, die ich echt blöd fand, weil die halt die vierte mit diesem Dorf, wo sie diesen Dorf gegen die ATST verteidigen müssen. Wo ich mir dachte, ey, das ist 7 Samurai, komplett einmal von vorn bis hinten durcherzählt, plus halt die ganzen Star Wars-Referenzen und so weiter. Nee, ist nix. Aber war besser als so ziemlich jede frühe Folge von Boba Fett, finde ich. Ja, also diese, obwohl die nicht so gut war, war ich. Kann man drüber streiten, ist ja sowieso auch immer Ansichtssache. Ist okay, aber so, ich rede ja jetzt allein vom Handwerk so, ne, was die geboten haben. Und da bevor Frau Howard hat dann in der zweiten Staffel mit einer der besten Folgen von Mandalorian gemacht. Das war nämlich die auf diesem Wasserplaneten, wo sie noch die anderen Mandalorianer getroffen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt hier in Boba Fett macht sie mit die beste Folge, meiner Ansicht nach. Ja. Weil die eine Geschichte erzählt, weil die nicht nur so ein Best-of abfeiert, sondern halt eine richtige Handlung hat. Und weil sie es dann trotzdem schafft, sowohl ihrem Vater zu huldigen, als auch dann, ja, Episode 1 tatsächlich, mit der Referenz an das Podrennen. Wenn der Mandalorianer mit seinem Gleiter da durch die Wüste hackt. So, das war auch geil. Das war eine geile Szene. Das war nice. Da habe ich echt Gänsehaut gehabt. Ja. Und das fand ich cool, vor allem, weil die Sounds genauso wie in Episode 1 irgendwie wum, 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 so durch diese Schlucht geheilt sind und weil er da richtig schön zack, zack, zack durchgeflogen ist. Weil du gemerkt hast, ey, hier nimmt sich mal jemand Zeit, um zu zeigen, wie so eine Figur auch emotional irgendwie einfach mal es laufen lässt so. Ja, alles. Und es ging ja nur noch geil weiter, als er dann rausfliegt und dann von der Polizei angehalten wird. Genau, genau. Diese ganze Interaktion, das war alles irgendwie, du hast plötzlich, du verstehst, ich habe kurz vorher noch gesagt, gibt's denn da keine Polizei? Und dann kommen die X-Wings. Dachte ich mir, ja, sowas will ich eigentlich, damit man noch mal merkt, wie es aus seiner Sicht die Rebellen sind, ne? Einfach nervige, Möchtegern-Cops. Aber auch einfach von der Inszenierung, Kamerafahrt, alles und so weiter. Das ist ja bei Robert Rodriguez, siehst du ja keine einzige Kameraeinstellung, wo du sagst, oh, das sieht aber cool oder nett oder sonst irgendwas aus, sondern das ist alles wirklich
platt. Also wirklich wie einer, der es nicht gelernt hat, hat er ja auch nicht, aber ne, so. Aber und was ich wirklich sagen muss, weil um auf die Frage zu kommen, warum ist es, du hast es ja gesagt, warum sagt denen das mal keiner und so. Das große Problem meiner Meinung nach ist halt nach wie vor, das kann man jetzt nicht ewig vorwerfen, aber es ist einfach so klar für mich, ist halt seit der Disney-Übernahme versuchen sie halt Star Wars für einen 6-Jährigen interessant zu machen, genauso wie für einen 40-Jährigen, der damit aufgewachsen ist. Und das funktioniert einfach nicht, weil ein 6-Jähriger findet andere Sachen schlimm und geil als ein 40-Jähriger. Und wenn du ständig versuchst, es allen recht zu machen, dann kommt am Ende halt sowas raus, wo manche Szenen irgendwie ganz cool sind, aber nie so richtig konsequent zu Ende gedacht sind, wie sie sein könnten. Mhm. Und das nervt mich, weil mittlerweile sind ja auch die, die mit den Prequels groß geworden sind, wo wir das gleiche Thema schon hatten, wo George Lucas gesagt hat, ja, ich will aber, dass Star Wars wieder eine junge Generation begeistert. Okay, ist zwar nicht dann für mich, aber den Gedankengang kann ich nachvollziehen, ja, es soll jüngere Leute kommen. Selbst die sind ja jetzt erwachsen. Mhm. So, das heißt, wenn du Star Wars immer wieder neu erfindest für neue 6-Jährige, dann kommen wir einfach nicht voran. Und das nervt mich. Es fehlt die Tiefgründigkeit, die Gravitas, die komplexen Themen, die Brutalität teilweise, das wird immer mal einzeln angedeutet, aber nie konsequent richtig ausgeschöpft im Star Wars. Deswegen, ja, die Frage, ist es nicht vielleicht besser, dann einfach diesen Kanon mal Kanon sein zu lassen und einfach mal sich zu sagen, okay, wir machen einfach so wie Star Wars Visions. Das engt nur ein. Ja, genau. Es engt vielleicht einfach zu sehr ein. Weil wir sind nicht glücklich, wie du es ja auch schon sagst. Vielleicht sind die neuen Fans glücklich, die jungen Fans, aber die selbst die nächste Generation nach uns und sogar die nach denen, glaube ich, dass die schon genug Probleme haben, beziehungsweise genug Kritikpunkte haben, die sie dann stören können. Ich frage mich aber eine Sache. Gerade Mandalorian, und man sieht's ja in Boba Fett in späteren Folgen. Jeder Nebencharakter ist cool, geil geschauspielert. Man guckt, also allein diese Werkstattbesitzerin mit ihren Robotern, da guckt man gerne zu. Baby Yoda, all die anderen Sachen, da guckt man einfach gerne zu. Boba Fett hat kaum Charaktere, wo man gerne zuguckt. Ja. Also wo man, niemand von denen spielt besonders, spielt einen besonders guten Charakter. Nichts davon ist irgendwie für mich relevant. Die Huts fand ich noch am interessantesten so. Die kurze Zeit, wo die mal kommen, dass man irgendwie diese mafiöse Struktur rafft. Aber ansonsten, ich verstehe halt nicht, wie man auf der einen Seite so gute Charaktere schreiben kann wie in Mandalorian und spielen kann und dann auf der anderen Seite es eben komplett nicht hinkriegt für etwas, was genauso sein sollte. Ich verstehe nicht, was da, ich wette, da ist irgendwas massiv schiefgelaufen, Casting oder Autoren, irgendjemand hat da richtig verkackt. Ich glaube, ich weiß nicht, es ist nur eine Vermutung, aber ich denke mal schon, dass es ein Problem ist, dass es halt eben wieder so eine Fusion aus Alt und Neues. Bei Mandalorian standen wir alle auf dem gleichen Stand. Wir wussten nichts. Wir kennen das Star Wars-Universum, aber wir kannten die Figuren nicht. Wir hatten den Schauplatz, den kannten wir vorher nicht. Wir wussten nicht, was er halt vorhat, was er macht. Baby Yoda kommt noch dazu, also Grogu kommt noch dazu. Und all diese Figuren, von denen du vorher noch nie was gehört hattest. Und ich fand, bei Mandalorian war es eigentlich immer fast immer am störendsten, wenn so Einflüsse von alten Sachen wieder reinkamen. Ja. So, ja? Weil dann wurdest du wieder dran erinnert. Ah ja, da war ja das und da war ja das. So. Also dieses Abschotten mal von allem anderen, das fand ich bei Mandalorian einfach ganz geil. Und das kannst du beim. Aber bei Boba Fett haben wir auch schon gesagt, die geilsten Szenen waren die mit Luke Skywalker zum Beispiel. Fand ich eigentlich nicht. Fand ich schon. Echt nicht? Ich fand das toll. Irgendwie fand ich schön, so den Staffelstab an Yoda, dieser Versuch, Grogu, das weiterzugeben, was er von Yoda gelernt hat, so, dass er ihn trägt und was er ihm versucht. Ich finde, man merkt auch die Fehler der Jedi in der Lehre von Luke. Das finde ich schön, weil. Er hat sich ja auch umentschieden und das ist ja so die alte Lehre, die er noch lehrt, sag ich mal, die eigentlich alle irgendwie ungeil finden, also so die Art. Weißt du, was ich meine? Dieses ganz Emotionslose, du musst entweder das Kettenhemd oder das Laserschwert, genau diese Fehler haben ja die ganzen Probleme in den Jedis erst hervorgerufen oft, dass man sie zwingt, bestimmte Dinge zu machen, wie eine Religion es halt macht. Und das fand ich irgendwie schön, dass man merkt, okay, er ist aber noch er ist der optimistische, gutmütige Luke, der aber halt die Fehler auch weitergibt. Weil er es nicht besser weiß. Und das fand ich schön irgendwie. Das war für mich, hat mir die Figur Luke noch mehr charakterisiert. So. Du, wie gesagt, Folge 6, ich habe das auch alles sehr gerne geguckt. Technisch natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ja, sie haben ja jetzt auch diesen, wie heißt der, Shiruk oder wie er heißt, Shimuk, der dieses erste Deepfake gemacht hat, nachdem in der Den zweiten, haben sie angestellt. Den haben sie YouTuber. Angestellt, ja. Nachdem sie halt so viel Kritik für Luke in zweiten Netzwerken haben. Ja, und er hat das ja, glaube ich, besser gemacht. Er hat das ja mal auf YouTube gezeigt, wie es besser geht. Dann haben die direkt gekauft. Ja. Ich meine, geile Sache. Aber ich finde halt, das, also, ist es nur mein Geschmack, beziehungsweise meine Ansicht.
Aber auch diese sechste Folge, ja, so schön sie war, ich finde es auch cool. Aber dann, ehrlich, mach eine eigene Serie zu Luke, wie er nach Episode 6 vielleicht irgendwie weitermacht. Darf er es nicht, vielleicht will es keiner oder so. Weiß ich nicht, aber ich meine, wenn sie halt auch auf diese Deepfake-Technik da die ganze Zeit setzen. Sebastian Stan, hast du den mal gesehen mit der Frise von Luke? Der sieht dem halt wirklich eins zu eins ähnlich, wie der Luke aus Episode 6. Meinte doch Mark Hamill, dass der mehr aussieht wie Luke als er. Genau. Stimmt. Warum gehen sie nicht mit dem? Er ist ja eh schon bei Disney so. Also, er hat ja schon Connections mit Marvel und Jon Favreau und was weiß ich. Das wäre so für mich mal irgendwie ein Wunsch gewesen, ihn mal auszuprobieren und zu gucken, wie es wirkt. Aber ich fand, das war jetzt, also es sah ja gut aus. Also, ja, es sah auch gut aus. Es ist aber für mich tatsächlich dann auch wieder so ein Problem. Sie gehen schon wieder zurück zu dem, was wir kennen. Sie gehen schon wieder zurück irgendwie. Und das ist das, was ich mich frage. Bauen sie sowohl Mandalorian als auch Luke da ein, weil sie gemerkt haben, oh, Boba Fett entwickelt nicht das emotionale Potenzial, um irgendwie die Leute an ihn zu binden, um der Figur nochmal eine neue Tiefe zu geben, um vielleicht eben genauso einen Moment zu erzeugen, wie zwischen Din und Grogu, ja, wo er dahin will und eigentlich nicht hin darf, so, ja. Also, das ist so das Dilemma an dieser Geschichte, dass sie halt mit anderen emotionalen oder Emotionalitäten kommen müssen, um irgendwie eine Art überhaupt. Ja, gut, aber das haben sie sich halt selber eingebaut, indem sie einen Charakter genommen haben, der völlig uninteressant ist mit Boba Fett. Aber, also in meinen Augen. Das Ding ist aber, wir haben ja schon gesagt, es ist ja eigentlich, das heißt ja auch The Book of Boba Fett. Das heißt, ich stelle mir es so vor, hier ist die Mandalorian, dann nimmt mal kurz dieses eine Buch aus dem Regal. Ah, wer ist denn dieser Boba Fett? Ah, der erlebt diese Sachen und stellt es wieder zurück. So, ne? Also es ist quasi ein Spin-off vom Spin-off, wenn du so willst. Und die müssen ja die Story von Mandalorian voranbringen. Und da hat es halt aufgehört, dass Luke Grogu genommen hat. Und du hättest das jetzt natürlich auch erst in der Mandalorian Staffel erzählen können, aber ja, dann hätte Boba Fett noch weniger Interessantes gehabt. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages macht es halt schon Sinn, noch mal zu zeigen. Und das fand ich eher mutig. Also mich hat's eher genervt, wenn jetzt einfach Grogu zurückkommt und mehr oder weniger irgendein Charakter kommt und sagt, ja, er hatte keinen Bock, bei Luke zu bleiben. Da fand ich es dann schon mutiger zu sagen, nein, Luke kriegt Screentime, obwohl wir kritisiert wurden für die Darstellung. Wir machen das, wir zeigen wirklich, wie Luke und Grogu trainieren. Das finde ich dann schon wieder respektabel, dass sie sich das trauen. Ob das dann storytechnisch Sinn macht, im größeren Gesamtkontext zum Beispiel, ja, die Tempelgeschichte, das macht ja total Sinn. Oder ich meine, wir wissen ja, dass Grogu offensichtlich nicht überlebt. Zumindest wird er in der neuen Trilogie ja nicht erwähnt. Und die Dinger werden ja, ja wie alt. Ich hoffe, dass sie das schon irgendwie anders lösen. Aber wie denn? Ja, vielleicht reisen Din und er irgendwann am Ende von irgendeiner Mandalorian-Staffel einfach, sagen sich, wisst ihr was? Naja, irgendwo. Okay. Meine Vorstellung, quetschen die ihn so aus und nehmen das Jedi-Blut um Palpatine wieder zu. Ich hoffe, dass sie Grogu als Grundlage nehmen für eine neue Story, die halt dann vielleicht auch mal ein paar Jahrhunderte überspringt oder so. Fände ich irgendwie schön. Also irgendwie für Neuanfang, hoffe ich schon. Ich habe ja die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ich nehme an, er überlebt. Also es wäre eine Schande, diese Figur irgendwie zu verlieren, finde ich. Also ich verstehe halt nicht, warum diese Geschichte oder diese Storyline in einer anderen Serie fortgesetzt wird. So. Also das verstehe ich einfach nicht. Ja, weil sie halt wollen, dass die Leute Boba Fett gucken, weil es nicht funktioniert. Dann haben sie das halt eingebaut. Weil die das als Teil von Mandalorian sehen. Aber dann ist der Titel halt meiner Ansicht nach auch echt unglücklich gewesen. Ich glaube, ganz viele Leute wollten einfach Boba Fett, einfach nur, weil man ihn kennt. Weil er cool ist. Und weil er cool ist. Und die haben aber auch was anderes erwartet. Ich glaube, das liest man ja auch überall, dass die Leute alles erwartet haben, nur nicht, er sitzt auf seinem Stuhl die ganze Zeit und richtet über Dinge oder so. Ja, oder legt sich mit irgendwelchen Mafia-Leuten. Ich meine, wie cool ist es auch, deinen Helden erstmal irgendwie pennend in so einem Tank zu zeigen? Das ist so und der uncool. Träumt. Oba ist jetzt fett. Ja, jetzt endlich. Okay, trotzdem noch mal kurz, und weil wir jetzt viel auch gemeckert haben, so eure Highlights, also euer Highlight-Moment. Bei dir den mit Grogu? Naja, weiß nicht, ob das der Highlight ist, aber also diese Bryce Dallas Howard-Folge fand ich Hammer. Ja. Also sowohl auch, weil die auch einfach, ich fand die auch inszenatorisch anspruchsvoll, ne? Ja. Von den Kamerafahrten und wie sie, also auch zum Beispiel, wenn sie mit der Slave One über Sorlacc fahren und so, das waren viele interessante Geschichten. Und das ist eigentlich schon meine Lieblingsfolge und so richtige Lieblingsszene. Weiß ich jetzt gar nicht. Also, ja, Mando, ich fand auch den Kampf, mit dem, wie er gelernt hat, mit dem Schwert zu kämpfen, das fand ich,
Ich kenne dieses Schwert ja nicht. Ich finde es ja immer noch ein bisschen albern, dass es einen schwarzen Lichtsaber gibt. Aber ich habe mich jetzt darauf eingelassen, dass es ist. Halt es ein Lightsaber oder ist es so eine Vibro-Klinge? Ich weiß es nicht. Halt, ist ein Lichtschwert. Ist ein Lichtschwert. So, und das fand ich aber dann schon einigermaßen cool inszeniert, wie er dann, wie sie gemerkt hat, wie er dann damit kämpfen musste und so, sowas. Fand ich irgendwie. Das gibt dem Ganzen dann wie mir, jemand, der jetzt nicht Rebels und Clone Wars und so geguckt hat. Mhm. Das sind Szenen, ich brauche die. Und ich finde, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass ein Erwachsener, der Star Wars im Kino oder die Filme geguckt hat, dass der 300 Folgen vom Expanded Universe kennt. Deshalb muss man mir manche Sachen vielleicht auch noch mal ein bisschen näher bringen und nicht nur Wissen voraussetzen. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ja. Für mich war es der Testflug mit dem neuen Schiff und natürlich das Training mit Luke. Da wirklich ist mein nostalgisches Herz irgendwie ganz warm geworden. Natürlich auch die Geschichte, die du erzählt hast, wo der Mandalorian halt Grogu in der Entfernung sieht und so. Da, das ist so ein Tearjerker, die Szene und so. Da gibt's ein paar, aber es war einfach zu wenig und zu spärlich verteilt und dann auch zu komprimiert auf diese zwei Folgen, über die wir immer wieder reden. Ja, ich habe den Rest echt nicht gebraucht und es tut mir ein bisschen leid. Ein bisschen leid für den Darsteller und alles, aber er hat's einfach nicht drauf. Er ist es nicht. Er ist sehr, sehr reich, sehr, sehr erfolgreich. Man, den muss ich nicht leid tun. Aber er hätte auch gern noch mal eine Serie gehabt. Ich sollte dir leid tun. weil du nicht im Star Wars-Universum bist. Ja, weil ich nicht im Star Wars-Universum bin. Und weil ich das angeguckt habe. Ich sehe dich so als so ein kleines, wieselartiges, so eins, was bei den Huts in so einer Bauchfalte lebt. Ja, genau. Exakt das Vieh. Dafür würde ich gerne mal eine Serie haben. Salacious B. Crump, der Dritte. Ja. Komm her. Der Rattenaffe. Ja. Ich mochte den Zugüberfall in der zweiten Folge, wo sie auf diesen mit den Tusken Raidern. Auch schon wieder vergessen. Ja. Oh, Freunde. Guckt euch mal an. Ach, dieser schnelle Zug. Dieser schnelle Zug, der durch die Wüste hakt. So. Ja, okay. Den fand ich cool. Ja. Folge 5 und 6, super. Ich muss sagen, für mich speziell war der Auftritt von Cad Bane. Das fand ich wirklich Western-Thematik. Ich meine, er hat ja vorher schon, hat Filoni ja sehr viele Sergio Leone-Shots irgendwie in dieser Folge drin gehabt, so, aber dann noch mal dieses, dann auch The Good, The Bad, The Ugly, wenn dann der Deputy von Cobb, wenn er dann noch auf dieser Veranda von diesem einen Saloon oder was weiß ich steht, und dann siehst du halt hier Sentenza, hier siehst du Clint Eastwood und da siehst du halt Ellie Wallach irgendwie da drüben. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und ich habe mich tatsächlich echt sehr gefreut. Das war mal, weil ich guck ja gerade, also ich guck ja mit meinem Sohn Clone Wars. Und nochmal, der gute Rat, es gibt auf StarWars.com gibt es eine Seite, die heißt Chronological Order Clone Wars. Da sind nicht alle Folgen mit dabei, sondern haben sie einfach einen Teil aller Folgen genommen, die eine chronologische Reihenfolge gebracht. Und da kommt alles Wichtige drin vor. Unter anderem kriegst du da schon mal den Darksaber zu sehen, wie der halt von den Mandalorianern irgendwie, sag ich mal, verloren gegangen ist. Oder beziehungsweise wie die sich schon darum kämpfen, betteln. Und es gibt halt sehr viele oder mehrere Auftritte von Cad Bane. Und ich sah, also er kommt da so angelaufen. Ich dachte mir, wer kommt jetzt? Ja, wen holen sie jetzt wieder raus so? Und ich dachte halt irgendwie, oder ich hatte die Angst, es kommt wieder irgendeiner, der aus den Filmen oder so. Ich dachte Han Solo erst, weil ich diesen Gürtel gesehen habe. Ja, also irgendwas ganz Prominentes. Aber dass dann da Cad Bane ankommt und der dann auch noch, sage ich mal so, vom Cosplay oder beziehungsweise von der Maske her echt cool aussah im Vergleich zu der Animationsserie, da habe ich mich echt gefreut. Das war so, wo ich dachte, guck mal, jetzt werde ich noch mal zum kleinen Fanboy, weil ich jetzt was gesehen habe vor einiger Zeit, was ich jetzt deutlich besser damit einbringen kann, wo ich mich einfach drüber freue, dass sie diese Referenz genommen haben und nicht eine, die sie schon 10.000 Mal benutzt haben. So, ja? Ja. Und ja, und dann halt das Wiedersehen, fand ich auch cool. Und that's it. Ja, viele Highlights gibt es nicht. Nee. Und jetzt kommt im Mai kommt Obi-Wan, ist aber ja auch wieder komplett anders, weil das ja kommt, glaube ich, jede Folge von der, wie heißt sie? Regisseurin. Ja, ich habe den Namen jetzt auch vergessen, aber von einer Regisseurin gemacht ist, alle Folgen sind von der. Da weiß man jetzt auch nicht, inwiefern das dann connected mit dem, was wir hier sehen, oder ob das wieder in eine andere Richtung geht. Aber ich sag's trotzdem, ich habe trotzdem Bock drauf. Die kriegen mich einfach nicht raus aus diesem Star Wars. Egal, wie sehr ihr es versucht, ich bleib dabei. Ich hab Bock auf Obi-Wan, ich hab Bock auf Anakin Skywalker, auf Hayden Christensen. Ich hab da mega Bock auf dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Ich hoffe inständig, dass es cool und geil ist. So, weil so sehr ich mich auch immer über Star Wars aufregen kann, immer wieder aufs Neue, so leicht kann man mich aber auch immer wieder kriegen mit geilem Scheiß aus diesem Universum.
Und mein großer Wunsch wäre wirklich einfach Robert Rodriguez, bitte macht die Spy Kids Serie weiter. Und was hat er denn seit From Dusk Till Dawn oder Sin City hat er doch nichts mehr gemacht. Nee, Sin City war gar nicht. War das Robert Rodriguez? Doch. Sin City ist schon lange her. So. Und jetzt mach dein Spy Kids Kram oder weiß ich nicht, dein Rebel Without a Cause Doku-Serie und so. Aber lass doch mal jetzt echt die Finger. Lass doch mal wirklich die Goschen weg von Star Wars, ey. Das musst du, glaube ich, nicht ihm sagen, sondern eher so Leuten wie Frau Kennedy und Herrn Favreau, ne? Weil die ja glaube ich, federführend sind und dann die Leute, glaube ich. Ja, aber denen muss man ja wiederum dankbar sein, gerade hier John Favreau und so. Also, das sind ja schon die Leute, die das wiederbelebt haben auf eine gute Art, ne? Ja, aber du merkst ja auch, wenn John Favreau oder Dave Filoni was machen, dann wird's ja auch direkt geil. Also die haben ja, dann wird's auf jeden Fall qualitativ deutlich besser. Ja, aber auch, da muss man halt dann auch schon sagen, ne, die hat natürlich ein bisschen, also Filoni gerade, der hat natürlich eine dankbarere Episode gehabt, weil er sich da auf sehr viel andere Sachen konzentrieren konnte. Und ich frage mich halt, warum keiner die Geschichte des Mando mal, des Boba Fett einfach mal so ein bisschen zu Ende gedacht hat oder mal irgendwie gedacht hat, ey, die müssen wir einfach noch mal irgendwie ein bisschen auserzählen oder ausreifen lassen oder verfeinern so, ja, weil du hast da diese 4 Folgen Boba Fett und dann die 2 anderen Folgen dazwischen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, am Ende der Serie gehabt, so, dass da eigentlich keine richtige Geschichte erzählt. Nee, gar nicht. Nee, ich hätte übrigens gerne gesehen, wie Boba Fett Han Solo hinterherjagt. Das hätte für mich auch so ein bisschen eine Brücke geschlagen zwischen der mittleren Trilogie und der späteren, weil er da ja einfach immer dasselbe noch macht. Er ist immer noch irgendwie ein Schmuggler. Und irgendwie hätte ich es cool gefunden, dass er so auf die Jagd geht nach Han Solo, um irgendwie alte Rechnungen zu begleichen, ist vielleicht auch Quatsch. Ich sag nur, selbst das. Ich hätte mehr Bock drauf gehabt, als zu sehen, wie er Mos Espa befriedet, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert. Ja, und es sah auch nie so, wirkte auf mich nie wie so ein mega krimineller Moloch, sondern einfach wie eine Wüstenstadt, nichts, wo jetzt irgendwie ein Boba Fett hin muss und da irgendwie alles mal regelt. Naja, diese Digitalbilder, die sahen ja schon cool aus. Ja, und dann. Aber dann kommst du in diese Schnitt, wir haben eine Garage. Ja, also ich fand auch in der letzten Folge, wenn sie da durch die Straßen rennen und dann explodiert immer nur auf dem Weg. Weil irgendwas so, weißt du, was ich meine? Das ist wirklich, das war wie eine Folge A-Team. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon. Wo diese, erstmal sind da Droiden, die 10 Minuten brauchen für eine 180-Grad-Drehung, wo du schon weißt, okay, einfach um die rumlaufen und die haben keine Chance, aber okay. Und dann laufen die so eine Gasse lang, anstatt links und rechts zu laufen, alle werden in Sicherheit, laufen sie einfach 100, Mitte. Immer in Mitte und die Dinger schießen links und rechts. Das ist so albern einfach. Und ich hätte mir halt ein bisschen auch noch gewünscht, dass das mit Pike und den anderen, weil dieses Pike-Syndikat kommt ja schon im Solo-Film vor, zum Beispiel, da wird es ja thematisiert, aber da kommt ja auch noch dieses andere Syndikat vor, dass sie da nicht noch mal ein bisschen weiter gesponnen haben, weil das finde ich eigentlich auch ein spannendes Umfeld. Das Imperium existiert nicht mehr, jetzt hast du halt die Verbrechersyndikate und so wie es aussieht, ist Pike schon größer, als man anhand von Book of Boba Fett denken mag. So. Weißt du, was geil wäre, wenn die sich mal trauen würden, Star Wars so zu machen oder so eine Serie zu machen, so wie Breaking Bad oder Sopranos oder so. Wirklich eine Storyline, die über 5 Seasons aufgebaut wird, wo Charaktere einfach mal über einen langen Zeitraum sich entwickeln können und wirklich so, wo du auch, das ist halt auch schwer, immer in 3, 4, 5 Episoden alles reinzuquetschen irgendwie. Das funktioniert halt irgendwie, glaube ich, manchmal auch nicht. Vielleicht müssen wir dem allen Bär mehr Zeit geben. Apropos mehr Zeit, wir haben keine Zeit. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde, ein bisschen mit euch hier rumzunörden und abzuhaten. Was gebt ihr der Serie? Boah, schön. Eine 6 von 10. 6 ist gut. 6 von 10, hätte ich jetzt spontan auch gesagt. Also, wenn es denn so sein muss, eine 6 von 10 oder eine 3 von 5 halt einfach. Ja. 6 von 10 oder 2,5 von 10. Von 5. Darauf können wir uns einigen. Ja. Liebe Leute, vielleicht könnt ihr euch besser darauf einigen, vielleicht auch nicht. Vielleicht seht ihr es wie wir, vielleicht seht ihr es komplett anders. Ihr wisst, es ist Star Wars, ihr wisst, es ist ein heikles Thema. Deswegen in den Kommentaren, bleibt bitte freundlich, zerfetzt euch nicht untereinander. Wir mögen das alle, aber wir haben natürlich alle unsere eigenen Ansichten und Befindlichkeiten und die kann man halt nicht immer komplett treffen. Das ist halt die große Schwierigkeit. Gut gesagt. Ja, und deswegen, aber trotzdem, wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird mit Kenobi einfach die nächste Serie wieder ein deutliches Stück. Besser. Im Mai wissen wir mehr. Im Mai wissen wir mehr, genau. Am 25. Mai geht's weiter. Und da machen wir Tatooine Solo-Film? Nochmal, einfach mal einen Film über Tatooine?
teuer. Oh. So, wie sind die Steuern? Verkehrsregeln. Aber ich hab, Polizistenpaar. Wetterlage. Ich habe auf IMDb gesehen, es kommen noch 5 Star Wars Serien. Ja, Raiders of the Republic oder so. Jetzt haben wir ja in den letzten, nach dem Abspann unbedingt dranbleiben. Da kommt noch mal ein Teaser auf die Serie, die jetzt demnächst auch kommen könnte. Habe ich nicht gesehen. Und das wäre vielleicht dann jetzt mit der Figur, weil nachdem ja Ahsoka oder wie heißt der? Ahsoka. Also Ahsoka kommt auch noch mal eine Serie. Es kommt noch Andor. Hier aus Rogue One, der eine Freiheitskämpfer. Es kommt dieses irgendwie, nicht Raiders, Rangers of the Republic heißt es, glaube ich. Das war das, was eigentlich mal mit Frau, die sie geschasst haben, Frau, wie heißt sie? Ja, die Kämpferin. Die Kämpferin, die ehemalige MMA-Kämpferin. Calabuni? Nee. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe ihren Namen. Gina Carano. Die sollte eigentlich mal mit ihr stattfinden, aber die ist ja jetzt nicht mehr dabei. Und wahrscheinlich die letzte Szene nach dem Abspann von der Folge oder Kapitel 7 bei Book of Boba Fett, die deutet wohl darauf hin, dass das jetzt die Hauptfigur für Rangers of the Republic werden wird. Vermutet man. Spekulation. Ja. So, liebe Freunde, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir kommen so schnell es geht wieder zurück. Wir müssen halt mal gucken, wie wir das mit dem Umbau auf die Reihe kriegen. Bis dahin, macht's gut und möge die Macht immer mit euch sein. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.